ist mal wieder Zeit für ein Diorama. Als ich dieses Buch mal wieder gelesen habe, Panzer in Russland, habe ich hier ein ziemlich interessantes Foto entdeckt. Zeigt einen völlig verwüsteten russischen Bahnhof. Und dann dachte ich mir, das wäre mal interessant, vielleicht das in die Richtung zu bauen. Mir ist dann eingefallen, dass ich hier noch dieses Päckchen Figuren habe von Masterbox und hier von Tonpeter noch ein paar Eisenbahnschienen. Ja, dann habe ich mir überlegt, was ich wohl machen könnte. Und dann habe ich mir hier noch das zugelegt. Eine Wasserpumpe für die Dampfloks und von Dragon einen Panzer 3. Und ich dachte mir, ich baue hier jetzt ein Diorama, ja, von dem russischen Bahngelände, vielleicht in Stalingrad oder so, wo hier so ein verlassener Panzer 3 steht und in den, ja, Ruinen etwas Ärger zur Sache geht. Soweit so gut. Der Bau ist jetzt abgeschlossen. Verlief auch absolut problemlos. Ich habe überhaupt keine Spachtelmasse gebraucht und ja, baut sich fast von allein. Durch die hohe Teilezahl ist natürlich relativ komplex, aber durch die gute Fertigungsqualität hat sich da trotzdem kein Problem ergeben. Wie ihr seht, habe ich die meisten Luken und so weiter offen dargestellt, denn das Fahrzeug wird in einem verlassenen Zustand dargestellt und ich dachte auch, dass ein Kettenschaden dazukommt. Der Panzer soll dann irgendwie auf den Bahnschienen stehen und Gott sei Dank sind hier die Schwingarme vom Fahrwerk beweglich, sodass ich den Panzer dann gut den unebenen Untergrund anpassen kann. Dann habe ich hier noch eine kleine Staukiste ergänzt, einfach um das Modell ein bisschen, ja, einfach individuell zu gestalten. Und hier hinten aus dem Staukorb schaut noch eine Plane raus. Ich weiß nicht, wie ich es bemal.
Entweder einfach mit einem dunkelgrün oder grau oder vielleicht auch rot, um hier eine verstaute Blickerkennungsflagge darzustellen. Mal sehen. Dann die Laufrollen. Die habe ich hier in der Lauffläche ein bisschen mit rauem Schmirgelpapier bearbeitet. Einfach um, ja, sozusagen die Gummibeläge hier zu altern, weil wenn hier das Gummi auf den Metallketten reibt, dann hört sich das natürlich auch ab und wird porös. So, bevor es aber weitergeht mit der Bemalung und dem Rest, werde ich jetzt noch die Figuren bauen und danach fange ich mit dem Diorama an, einfach um mal auch eine Idee zu bekommen, wie ja, das ganze Setting sein soll, wo was platziert wird und so weiter. Und dann kann ich natürlich auch erst sagen, in welcher Position die Schwingarme denn auch sein sollen. Hier die fertig gebauten Figuren. Ich habe hier unten ein Loch gebohrt und dann Draht reingesteckt, einfach um das dann besser bemalen zu können später, ohne da irgendwie rein zu tappen. Wie ihr seht, ein bisschen Spachtelmaße war auch notwendig. Die Figuren von Masterbox sind schön detailliert, aber manchmal ist der Guss vielleicht nicht ganz perfekt und es ist auch ziemlich viel Grat da, aber das lässt sich alles recht einfach entfernen. Ansonsten ja wirklich tolle Figuren auch von den Posen her. Gut, jetzt geht es natürlich weiter mit dem Diorama. Hier, das war mein, ja, sozusagen, meine erste Base, die ich mal vorbereitet habe. Aber wie ihr seht, sie ist ziemlich groß und ziemlich viel ja, freier Platz hier außenrum, den man irgendwie füllen müsste, und da bleibt eigentlich fast bloß Gebäude übrig. Und ich finde, große Dioramen sind oft auch langweilig, einfach weil man diese ganzen Löcher hier sozusagen füllen muss mit irgendwelchen Details. Das ist gar nicht so einfach, und deswegen werde ich ein bisschen kleineres Diorama bauen. Außerdem lebt ja ein Diorama auch vom Ausschnitthaften, und je mehr interessante Sachen man auf einer kleinen Base unterbringt, ohne das zu überladen, desto besser ist es ja. Gut, ich werde jetzt da ein bisschen Styropor das erhöhen und dann hier vielleicht irgendwie einen Bombenkrater platzieren oder was, oder vielleicht Schützengräben, ich weiß noch nicht genau, und da werden dann die Figuren platziert, irgendwie in diesem vorderen Bereich. Natürlich kommen dann noch ein paar andere Details dazu und auch jede Menge Schutt von Gebäuden, hauptsächlich auf dieser Seite. Und ja, das ist so mein Plan. Vielleicht vom Telegrafenmast oder so, mal schauen. So, das Styropor ist jetzt aufgeklebt, da habe ich einfach mehrere Platten übereinander geklebt mit ein bisschen Holzleim, und dann habe ich hier mit Furnier außen
Platten gemacht, damit man das eben nicht so sieht, und das auch mit ein bisschen Kreppband abgeklebt. Später dann, wenn das alles fertig ist, möchte ich dann hier wieder wie bei dem wie bei der Büste von dem Stalingrad-Kämpfer, wo ich letztes Jahr gemacht habe, einfach wieder so Fotos draufkleben oder irgendwas anderes drauf machen, einfach ein bisschen dekorieren. Ich denke mal, das sieht dann auch ganz interessant aus. Gut, mit dem Styropor, das kann man natürlich gut bearbeiten. Da habe ich einfach mit dem Messer hier diese Grate ausgeschnitten, um das Gelände schon mal grob vorzuformen. Dann die Eisenbahnschienen von Drumpeter. Ja, relativ einfach zusammenzubauen, und die habe ich dann hier mittels Trennscheibe und meinem Dremel einfach abgesägt, schön schräg, um dann hier diesen Ausschnitt zu erhalten. Hier diese Öffnungen, da habe ich nochmal ein bisschen Plastikkart zugeklebt. Dann nur kurz ein paar Worte zu dieser Wasserpumpe. Die ist vom Plus Model und besteht hauptsächlich aus Resin. Ein paar Ätzteile liegen auch bei, auch diese Kette. Und die Detaillierung ist wirklich sehr gut, also bin beeindruckt von diesem kleinen Kit. Ich denke mal, das wertet dann das Diorama schon deutlich auf. Das ist einfach so ein ziemlich interessantes Objekt, ist meiner Meinung nach. So, als nächstes überziehe ich mal hier das Diorama grob mit einer Schicht Fimo Air Basic. Das ist eine Modelliermasse, die trocknet dann steinhart, einfach an der Luft, nach 20 Stunden oder so. Danach gehen wir dann feiner ins Detail, aber zunächst mal brauchen wir einen festen Untergrund. Gut, das konnte jetzt über Nacht trocknen, und jetzt brauchen wir die zweite Schicht, und da müssen wir dann eben auch diese Bauteile schon einarbeiten, wie die Schienen oder die Wasserpumpe. Schon mal nicht schlecht aus. Da machen wir gleich mal weiter mit dem Terrain, und da empfiehlt sich zunächst mal mit dem Schotter anzufangen für die Eisenbahn hier. Gut, jetzt haben wir hier das Gleisbett mit Holzleim eingeschmiert, und jetzt für den Eisenbahnschotter verwende ich hier so Gipsbrocken. Die bleiben einfach immer über, wenn man mal was gipst oder so. Wenn man die dann mit dem Hammer ein bisschen zerkleinert, dann erhält man so kleine Brocken, und wenn man sich dann da welche raussucht mit der richtigen Größe und die dann da drauf streut, dann hat man ein gutes Eisenbahnbett. Ja, dann streiche ich mal das restliche Gelände ein mit dem Leim und streue dann
noch andere Materialien drauf, zum Beispiel Erde oder Ziegelstein, Brocken und ja, vielleicht auch nochmal was zu diesen Gipsteilen. Mal sehen. So, hier habe ich ein paar Brocken von dem Ziegelstein. Den habe ich einfach mit dem Hammer zerkleinert, genauso wie vorher die Gipsbrocken. Und es gibt auch wirklich einen hervorragenden Schutt ab, wenn man das dann auf so ein Diorama streut. Außerdem braucht man natürlich noch ein paar ganze Ziegelsteine. Die hier sind von Jovela und auch im passenden Maßstab. Die sind auch, ich glaube, aus Gips oder aus anderem gepressten Material. Auf jeden Fall sehr realistisch. Und das Schöne ist bei so, wenn man so eine Ruine baut, ist, man kann einfach so zufällig sein, wie man will, es eigentlich bloß draufschmeißen. Ich meine, das wird ja bei irgendwelchen Explosionen auch völlig zufällig herumgewirbelt. Und ja, so ähnlich müssen wir hier auch vorgehen. Okay, wie man sieht, sind hier noch ein paar Bereiche, wo zum Beispiel gar nichts ist oder auch zwischendrin. Und ja, da schütte ich jetzt einfach noch ein bisschen Erde drüber. Einfach, ja, zum Beispiel hier sieht man ja die blanke Erde, da vielleicht weniger und ja, einfach um das noch abzudecken und um den Untergrund auch noch ein bisschen mehr zu variieren. Also ihr seht, Diorama bauen ist eigentlich nicht mehr als ein bisschen Dreck und Steine zu streuen. Und das möglichst zufällig natürlich. Was dann auch immer gut kommt, sind natürlich noch ein paar andere Trümmer. Hier habe ich zum Beispiel beschädigte Benzinfässer. Die sind aus Resin und von Reality in Scale. Und das sind die geben einfach jedem Diorama mal gewisse etwas. Nehmen wir die da. Und die platzieren wir mal hier. So. Gut, das Diorama muss jetzt erstmal richtig gut durchtrocknen, bevor es weitergeht. Okay, das konnte jetzt mal eine Weile trocknen und ich möchte jetzt mal was Neues ausprobieren. Und zwar gefällt mir das, wenn da so viel, ja, viel Staub auf den Steinen und so weiter liegt. Und wenn man das dann später mit Airbrush lackiert, dann weht es ja weg oder es fällt generell viel wieder ab. Und ja, deswegen möchte ich diesmal mit ein bisschen Haarspray das Ganze ein bisschen fixieren, weil das ist ja im Grunde nichts anderes als Sprühkleber, ja. Gut, jetzt sprühe ich mal hier das Areal ein und dann werden wir uns dann wieder um den Panzer kümmern. So, nun da das Diorama fertig gebaut ist, mehr oder weniger, können wir uns jetzt auch mal dem Fahrwerk und die Ketten zuwenden, denn das muss ja alles angepasst werden, weil hier ja die Achsen beweglich sind an den Eisenbahnschienen und so weiter. Und das muss man natürlich vorher schon fixieren, bevor es ans Lackieren geht. Gut, also
Die Ketten liegen hier in Form von Magic Tracks bei. Das sind ganz tolle Einzelgliederketten. Und ja, die werde ich jetzt mal montieren. Okay, die Ketten sind jetzt montiert. Hier die unbeschädigte Seite. Und hier die Seite mit der abgesprungenen Kette. Ich habe jetzt die Räder und die Kette und alles festgeklebt. Normalerweise bemale ich das extra, aber in dem Fall geht's nicht anders und ich finde, ja, das ist auch gut machbar. So, der Rohbau ist fertig vom Diorama und der Panzer eigentlich auch. Die Figuren sind auch soweit und ein paar kleinere Details habe ich auch schon hergerichtet. Hier zum Beispiel vom Kommandanten die Kopfhörer, hier ein deutscher Helm mit einem reingeschossenen Loch, Benzinkanister und der Wagenhebel. Vielleicht kommen noch ein paar andere Details dazu, aber das ist jetzt mal vorläufig der Stand der Dinge. Und ja, bis zum nächsten Teil. Euer Hamilkar Barkas.